Unglaublich aber war, am Deadline Day gibt es einen Transfer-Hattrick bei unserem FC Hansa Rostock. Zu jedem Spieler wird es jetzt ein kleines kurzes Video geben, inklusive Meinung von mir, was ich zu dem Transfer zu sagen habe. Ich bin auf jeden Fall schon mal mega happy, dass wir überhaupt noch, ja, kurz vor Schluss da, sage ich mal, aktiv geworden sind und was für drei Spieler wir da geholt haben. Wir verpflichten Rik van Drongelen, 23 Jahre jung, Holländer, und seine Hauptposition ist natürlich die Innenverteidigung. Da haben wir sowieso jemanden gesucht, einen jungen, ambitionierten, und ich denke, mit van Drongelen auf jeden Fall eine perfekte Wahl getroffen. Ein sehr, sehr guter Transfer meiner Meinung nach, der beim HSV vor allem auch für Furore gesorgt hat. Fand ich persönlich richtig stark. Die Hamburger können ja vielleicht auch mal eine Einschätzung raushauen. Was sagt ihr? Van Drongelen, ist es eine Verstärkung für unseren FC Hansa? Ich muss sagen, ja, bei Union Berlin ein bisschen aussortiert worden, hat zwar dort noch Vertrag bis 2025, aber der Trainer plant nicht mit ihm. Deswegen hat man ihn auch schon im Winter verliehen in die erste belgische Liga zu Mechelen. Dort hat er dann auch 10 Spiele gemacht, bis er sich dann leider verletzt hat. Man muss sagen, das Gerücht stand schon vor 3-4 Wochen im Raum und da hat der Hansa angeblich schon abgesagt. Das finde ich nicht ganz so geil, hat dann wohl kein Verein gefunden und jetzt müssen wir als Notlage herhalten. Ja, also, keine Ahnung, muss ich schon sagen, ist nicht so das Wahre. Er kann 18 U21 Nationalspiele mit den Niederlanden vorweisen, das ist schon extrem stark, und sein höchster Marktwert betrug 8 Millionen Euro beim HSV. Man wird nicht ohne Grund so viel wert sein, klar, das sind immer nur Zahlen, Daten, Fakten. Mit seinem aktuellen Marktwert ist er natürlich ein bisschen abgesackt, aber ich denke auch, mit 1,5 Millionen ist er erstens der zweiteuerste, ja, Spieler bei unserem FC Hansa, und auch so, denke ich, wird er da seine Qualitäten schon mitbringen, vor allem wenn er auch in der Nationalmannschaft schon so viele Spiele gespielt hat. Er will sich natürlich entwickeln und da hat er, denke ich, beste Chancen, vor allem in unserer Dreier-Fünfer-Kette, dass Fröde dann vielleicht wieder auf die 6 zurückkehren kann und wir dann wirklich 3 stabile IVs haben mit Rossi, Malone, van Drongelen. Wie seht ihr das Ganze? Bewertet gerne den Transfer. Per Laie kann man, denke ich, nichts falsch machen, nur, ja, bringt uns das halt dann natürlich nur für die Saison was, aber alles andere als der Klassenerhalt ist ja auch jetzt wirklich erstmal hinten dran gestellt, und ich denke, das ist ein Kämpfer und hoffe, er bringt da ein bisschen Konstanz rein, also vor allem in der Mannschaft, ne, dass da auch nochmal ein bisschen der Konkurrenzkampf angekurbelt wird, vor allem diese, ey, ja, wirklich diese Höhen und Tiefen bei uns im Spiel. Mal stehen wir sicher, dann schlafen wir komplett, mal gewinnen wir ein Spiel richtig gut und dann verlieren wir wieder. Hoffe ich einfach, dass jetzt mit ihm ein bisschen mehr Stabilität dann noch einkehrt. Ich denke schon. Und jetzt könnt ihr gerne mal eure Meinung reinschreiben. Herzlich willkommen, Rik van Drongelen. Ich habe absolut Bock. John Verhoeven wird sich, denke ich, mit dir ja, gut unterhalten können. Und jetzt macht's gut. Haut rein. Bis später.